Hallo zusammen, hier ist wieder Attila Toshida für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es um den Great Vault. Ich mache den einmal mit dem Main auf, da war ich im M+ unterwegs. Dann war ich noch mit einem Hunter, ebenfalls im M+ und mit einem Magier im PvP. Und ich würde sagen, wir starten mal mit dem Main durch und gucken mal, was Schönes drin ist. Lassen wir mal hier auf Wildheit. Und die Geschichte ist... was haben wir denn hier? Eine Brust, die brauche ich, glaube ich, nicht, oder? Könnte man theoretisch sogar nehmen, weil die Lifesteal drauf hat und sogar ein Item-Level höher ist. Ich habe meine gar nicht weiter abgegradet. Komm, die nehmen wir doch. Scheiß auf die Marken, da muss ich halt eine neue Verzauberung drauf machen, aber das passt schon. Im Endeffekt war es jetzt eh relativ egal, denn ich hatte endlich Glück. Und zwar habe ich aus der einen M+-Inni, die ich die Woche wieder gemacht habe, ne, ich mache hier immer eine, um quasi so langsam meinen Themenbock aufzufüllen, habe ich zum Glück die Schuhe gekriegt. Und ihr seht, jetzt habe ich auch das Druid Mythic Set fertig. Dementsprechend sind alle 4 Sets abgeschlossen. Und ja, meine Strategie ist quasi aufgegangen, dass ich ab der Mitte der Season oder so immer nur schön einen Key gemacht habe und habe damit das ganze Set vollgekriegt. Das Gear, klar, das hätte man jetzt noch ein gutes Stück höher kriegen können. Also das ist jetzt nicht krass hoch, aber um das ging es mir ja nicht. Und mir ging es hauptsächlich einfach nur um das T-Mog. Genau, dann sind wir mit dem schon mal durch. Komm, bevor ich das vergesse, wir hauen die Verzauberung noch drauf. Sonst mache ich das gar nicht mehr. Was hatte ich denn da drauf? Die Werte hatte ich drauf. Okay, jetzt, wie schreibt man das genau? Erweckte Werte waren das. Naja, gut, das ist ja jetzt übersichtlich, was das kostet. Dachte, jetzt wird es teuer, aber die Verzauberungen sind der Expansion eh relativ günstig. So, okay, dann haben wir das. Komischerweise habe ich jetzt keine Hose mehr an mit meiner Elfin, aber gut, egal. So, dann hätte ich gesagt, swappen wir weiter. Was haben wir denn da noch? Ich habe meinen Hunter noch am Start. Mit dem war ich 2 M+-Keys. Und zwar wollte ich da ein Item noch upgraden. Ich glaube, das hier für ein T-Mog-Teil. Eigentlich habe ich mit dem vorher kein M+ gemacht, ne? Aber ich brauchte 2 16er-Keys, um dementsprechend das abzugraden. Und dann habe ich es auch noch in den Katalysator gepackt. Das war ein Item aus dem HC-Raid. Und dann habe ich jetzt quasi das HC-BOE-Item, das T-Mog, das von Mythic, weil ich es jetzt abgegradet habe. Und dann habe ich es noch in den Set umgewandelt und habe dann dementsprechend auch noch das Set-T-Mog geholt. Genau. Da muss ich nochmal mich bedanken an die Leute im Stream, die mitgelaufen sind. War auf jeden Fall eine große Hilfe. Und was haben wir hier jetzt noch Schönes? Hier haben wir jetzt noch Hände. Ich würde sagen, die nehmen wir. Eventuell kann ich da nochmal irgendwie einen Key machen und die dann auch nochmal auf Mythic-Item-Level upgraden. Dann müsste ich ja auch nochmal was kriegen, oder? Also ich schätze mal... dass ich da das noch nicht habe. Also zumindest bin ich mir relativ sicher. Genau, hier am Yggdrasil. Ich habe sogar ein HC-Set schon fertig mit dem Hunter. Nee, Hände habe ich nicht. Also das wäre eine Option, dass ich da vielleicht nochmal einen Key lauf. Mal schauen, wie es sich ergibt. So, jetzt haben wir aber noch einen Char. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, genau, den Magier. Der müsste auch noch einen Vault haben. Interessant, dass ein 16er 476 bringt, ne? Schade, hätte ich einen höher laufen sollen oder zwei. Gut, jetzt gucken wir mal, was wir mit dem Magier noch drin haben. Da war ich ein bisschen im PvP unterwegs. Und jetzt gucken wir mal, was haben wir schon... Nein. Wie viel Pech willst du denn haben? Ich krieg kein T-Mog-Teil raus. Ich krieg ein Trinket und einen Hals. Was ist denn das? Ja, gut... Jetzt ist halt die Überlegung. Ja gut, ich habe jetzt halt die Wahl, ob ich halt die Marken nehme, die mir eigentlich gar nichts bringen. Oder, gut, was könnte ich denn da machen? Da könnte ich 1000 Gold jeweils pro Marke rauskriegen, ne? Hat mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht vom Hocker. Die Marken brauche ich auch nichts. Ich habe, glaube ich, nichts mit dem zum Upgraden mehr rumliegen. Die ganzen Sachen, mein PvE-Gear ist soweit. Die Hosen, mein PvE-Hals. Ist er. Ich glaube, eigentlich sollte ich das Gold nehmen, aber scheiß drauf. Ich nehme mal den Hals. Wenn ich da jetzt 3k Gold krieg, davon, hätte jetzt fast gesagt, davon kann ich mir auch nichts kaufen. Aber klar, ich könnte mir was kaufen, aber es ist jetzt
So, dass ich sage, das rentiert sich nicht. Komm, wirst du das mal machen? Ich habe nämlich noch, glaube ich, ein paar Punkte über. Ich bin mit dem soweit durch, was ich haben will. Und dann kann ich jetzt einfach die Oberungspunkte raushauen. Und dann hauen wir die in den Katalysator. Dann haben wir da wenigstens noch ein bisschen T-Mog mitgenommen. Ich habe jetzt nämlich extra das letzte Teil nicht gekauft, was ich nur offen habe. Um so ein bisschen den Vault abzuwarten, was ich da drin habe. Also das könnte ich mir kaufen. Ich könnte mir für den Preis einen Gürtel oder Schuhe kaufen. Ja, jetzt kaufen wir einfach Schuhe, hätte ich gesagt. Und dann packen wir jetzt alles noch in den Katalysator. Und holen uns da vielleicht noch das ein oder andere T-Mog-Teil raus. Ist echt schade, ne? Also, ich brauche ja noch relativ viele Slots mit dem da. Und dann kommt halt ausgerechnet drei Slots raus, die nicht transmogbar sind. Das ist natürlich schon richtig, richtig schade. Aber gut, so ist das manchmal. So, also, jetzt packen wir. Was habe ich denn? Also, die Schuhe kann ich in Katalysator packen. Da müsste ich ein anderes T-Mog kriegen. Und Hände und Rücken habe ich mir auch gekauft. Die Tiersets, die habe ich schon mal quasi in den Katalysator gepackt, um halt den Z-Bonus zu kriegen. So. Ich mache es aber extra so, dass ich mir mit dem nicht das volle Set hole. Weil sonst hast du wieder so Bugs mit später den Assemble. Dann kriegst du wieder nicht alle IDs und so. Das ist zwar immer dumm, ne? Aber was will man machen? So, das können wir noch. Und das können wir auch noch reinpacken. Ist natürlich dann für PvP. Die Stats sind dann eher schlecht, weil dann kein Verser mehr drauf ist. Aber mit dem, wie gesagt, bin ich eh durch. Also geht es dann nur noch ums Thema. Juti, dann haben wir alle Vaults aufgemacht. War jetzt eher durchmischt, würde ich mal sagen. Aber gut, zumindest das ein oder andere Thema wieder mitgenommen. Und ja, dann würde es mich auf jeden Fall interessieren, ob ihr noch irgendwas Tolles rausgekriegt habt. Und sonst sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.